In diesem Versuch wollen wir Glas leitfähig machen, und zwar dadurch, dass ich es sehr stark erhitze. Die Leitfähigkeit, die dann zustande kommt, die beruht auf den Ionen, die in diesem Glas drin sind und die sich bewegen können, wenn das Glas nur heiß genug ist. Dazu habe ich hier ein Glasröhrchen und in dieses Glasröhrchen ist von links und von rechts jeweils ein Nagel reingesteckt. Diese beiden Nägel sind auf diesen Isolatoren hier fest verschraubt. Die können nicht weg. Zwischen den beiden Nägeln ist ein Spalt von etwa einem Zentimeter. An der Stelle ist nur das Glas. Wir wollen jetzt also erreichen, dass durch dieses Glasröhrchen ein Strom fließt. Dazu muss ich an diese Nägel erstmal eine Spannung anlegen. Das heißt, ich schließe hier links und rechts eine Spannungsquelle an. Im Prinzip könnten wir den Versuch genauso durchführen. Irgendwann würde dann hier ein Strom fließen, wenn ich jetzt hier eine Spannung anlege. Damit wir überprüfen können, ob da ein Strom fließt, schalte ich an dieser Stelle jetzt noch eine Glühbirne in Reihe. Das heißt, der Strom, der fließt dann nicht gleich nur durch dieses Glasröhrchen, sondern der fließt auch noch durch die Glühbirne durch, in dem Moment, in dem das Glas hier leitfähig ist. Solange das Glas nicht leitet, ist die Glühbirne aus und wenn das Glas leitet, dann wird die Glühbirne leuchten. Bei diesem Versuch erwähne ich ausnahmsweise explizit, ich rate ganz klar davon ab, diesen Versuch nachzumachen. Normalerweise steht das am Ende der Videos immer mit dabei. Bei dem Versuch halte ich es für angemessen, es extra zu erwähnen. Denn damit dieser Versuch, so wie er hier steht, nachher funktioniert, lege ich hier 230 Volt Wechselspannung an. Das ist das, was aus der Steckdose kommt. Hier sind offene Kontakte, an die nachher ranzufassen, das wäre lebensbedrohlich. Ich mache das auch nicht allein, ich habe einen Kollegen hier mit dabei. Ich dunkle jetzt gleich ab, dann sehen wir es besser. Dann mache ich diese Stelle hier heiß und wir achten auf diese Stelle und auf die Glühbirne.